Brasilianis Vollblut Goalie Chris Leite ist heute mein Talkgast. Bem-vindo, Chris! Oi, Celia. Obrigado pelo convite. Yeah, em português. Muito bem. Schau mal, Chris, mein Paradies da hinten. Könnte man meinen, ich sei in Brasilien, gell? Ja, das ist so. Würde ich auch gerne. Gell? Ich auch. Mega, ja, mega. Vermisse es, ja. Wir alle, wir alle. Chris, in erster Linie, wie geht's dir? Also, soweit gut. Gesundheitlich geht's mir gut. Der Familie geht's gut. Ja, gut soweit, würde ich sagen. Schön, das ist die Hauptsache. Man sieht an deinem Erscheinungsbild, Chris, vor allem an deinen Tattoos. Du bist Brasilianer durch und durch. Wie viele Tattoos hast du eigentlich? Also ich sage mal so, bei 12 habe ich mal aufgehört zu zählen. Ich würde sagen um die 20. Ah, wirklich? Ja, ja. Es ist, hat sich halt alles ein bisschen also kombinieren lassen. Machen. Ja, das ist einfach ein bisschen... Sagen wir so, es sind ziemlich viele, aber eben, es sieht nach einem aus. Hast du noch Platz für weitere? Ja, ja, ja. Du darfst mich gar nicht fragen, sonst höre ich nie auf mit Tätowieren. Nein, ich finde immer irgendwo etwas. Schon, okay, okay. Ist eine Leidenschaft von dir? Nimm ich an. Ich habe gehört, wenn man einmal anfährt, dann hört man nicht mehr auf. Ist das so? Also bei mir war es tatsächlich so gewesen. Ich habe angefangen mit einer Kleine und es hat nicht aufgehört. Also ja, ich würde sagen, es ist so und bestätigen, dass es ja, wahr ist. Okay, okay. Also ich habe noch kein einziges. Ich weiß nicht, ob ich einmal wieder anfangen werde. Von dem her, ja, da muss ich noch zuwarten. Chris, ja. Wie hast du persönlich die letzten 2 Monate mit dem Lockdown erlebt? Es ist so viel passiert bei allen. Wie ist es dir ergangen, die letzten 2 Monate mit dieser Situation? Also, ich würde sagen, mühsam war es. Weil der Kontakt mit der Familie hast du nicht mehr gehabt. Du hast da, was du gerne machst, nicht können machen, hast deine Fußballkollegen nicht mehr gesehen. Es ist, ja, es ist mühsam gewesen. Aber eben zum Glück gibt es Videochats, wo man in Kontakt bleiben kann. Ja, es war eine anstrengende Zeit gewesen, aber hoffentlich ist die bald vorbei. Wie hast du dich auch in dieser Zeit können fit halten? Also ich habe ein Programm bekommen, wo wir einzelne Spieler haben können machen. Es war zwar freiwillig gewesen, aber eben ich schaue, dass ich ziemlich fit bleibe. Weil bei mir geht es ziemlich schnell. Eben, wenn ich einen Monat nichts mache, dann nehme ich, ich sage nicht voll zu, aber ich nehme ein bisschen zu. Und ja, das kommt halt auch wegen dem Alter, oder sage ich mal so. Umso älter du wirst, umso mehr musst du machen. Ja, dann musst du wirklich probieren, wirklich dran bleiben. Und jeder kennt seinen Körper natürlich am besten. Und dann wirst du schon wissen, wie du musst vorgehen mit der Ernährung, mit der Fitness und, und. Also, das ist halt schon wichtig, oder? Ja, das ist so. Ich sage mal so, in meiner Karriere habe ich Glück gehabt, dass ich kann essen konnte, was ich will. Ist ja klar, ist nicht gut übergekommen bei Pannen, aber eben, jeder weiß ja, wie sein Körper funktioniert und was er braucht und was er nicht braucht. Genau, genau. Chris, schauen wir ein bisschen zurück. Am 30.04. ist der Entscheid vom Schweizerischen Fußballverband gekommen, die Saison in der Promotion League abzubrechen. Das heisst, kein Meister, kein Cupsieger, kein Aufsteiger, sowie auch kein Absteiger. Der FC Rapperswil-Jona war zu dem Zeitpunkt Zweitplatzierter hinter Yverdon Sport. Wie hast du dich gefühlt, wo der Entscheid vom Verband mitteilt worden ist, die Saison abzubrechen? Also, sagen wir so, am Anfang hatte ich immer noch die Hoffnung gehabt. Also eben bis zum letzten Datum, wo das entschieden wurde, habe ich gehofft, dass wir weiterspielen können. Wir haben auch alles dafür getan, auch der Verein, dass wir weiterspielen können. Und leider hat es nicht geklappt. Ich habe, ja... Es war ein bisschen mühsam nach dem Entscheid, weil man spielt ja gerne die Meisterschaft durch. Man hat einen guten
Grund zum Weiterspielen in dem Sinn, dass wir noch aufsteigen könnten. Es waren zwar 7 Punkte gewesen, aber Rapperswil ist damals auch aufgestiegen mit, glaube ich, 7 oder 8 Punkten Rückstand auf Kriens. Mhm. Und die haben es gleich noch geschafft. Eben, für uns war halt ein Schlag ins Gesicht sozusagen. Mhm. Ja. Yverdon hat 38 Punkte, Rapperswil Jona hat ja, 31 gehabt. Wie du gesagt hast, 7 Punkte hätte gefehlt. Es wäre absolut machbar gewesen, der Aufstieg. Aber es ist jetzt, wie es ist. Da mussten wir so akzeptieren. Es ist auch um unsere Gesundheit gegangen. Jetzt, es ist natürlich einiges passiert. Gemäss dem jetzigen neuesten Entscheid wird am 19.06. die Saison in der Challenge und Super League weitergeführt. Das sind erfreuliche Nachrichten, zwar ohne Zuschauer, aber der Ball rollt wieder in der Schweiz. Wie siehst du das? Wie gesagt, wäre ich in dieser Liga, würde ich mich sehr freuen. Für uns war es eine Enttäuschung, dass wir halt nicht weitermachen konnten in der Promotion, die sowieso für mich fast haltbar ist mit der Challenge League. Ich freue mich zwar für alle Fußballer in dieser Liga und ich hoffe, dass es spannend weitergeht. Mhm. Ja, und wichtig ist wirklich, dass der Ball einfach wiederholt in der Schweiz. Und, ja, das hat es gefehlt, ja. Gell. Ich glaube, wir vermissen das. Wir vermissen die Mannschaften, Sport, wir vermissen die Challenge, den Wettkampf. Ich freue mich irrsinnig, dass es weitergeht. Chris, du hast bis heute diverse Vereine dürfen kennenlernen. FC Kreuzlingen, FC Winterthur, FC Gossau, dann sogar noch beim FC Thun in der Super League. Du warst auch zweimal bei Rapperswil Jona. Ist es denn schon immer ein Kindheitstraum von dir gewesen, Goalie zu werden? Ja, das ist wirklich so. Ich habe mit meiner brasilianischen Wurzel, die ich habe, habe ich ziemlich früh angefangen mit dem Fußball. Ich bin schon von jung an auf der Straße spielen, zwar ohne Ball, ab und zu mit Ball. Eben, wir haben immer eine Möglichkeit gefunden, zum Fußball zu spielen. Und seit dort bin ich wirklich fasziniert vom Fußball. Das verstehe ich. In Brasilien wird sowieso, das Fußball wird gelebt, auf der Straße vor allem, auf die Wahl der Straße. Also das ist irrsinnig, wie die Sportart wirklich. Also ich habe das Gefühl, man kommt in Brasilien auf die Welt und man hat das schon in sich. In Brasilien wird Fußball halt ganz, ganz anders auch gelebt, intensiver gelebt. Gibt es ein Spiel oder ein Goalie, das dich schon immer inspiriert hat? Also eben, wie alt bin ich gewesen? Ich bin 60, nein, das war noch jünger gewesen, glaube ich. Ich glaube, 81 Jahre dann war einmal ein Spiel gewesen. Dort bin ich zwar noch nicht auf der Welt gewesen. Aber kurz danach hat es einen Spieler gegeben und das war der Goalie, Nationalgoalie bei uns, der Taffarel, der mich inspiriert hat. Aber ja, es ist eine lange, ja. Wenn ich so nachdenke, ist wirklich ja, die brasilianische Nazi, sagen wir so. Das ist ja die erste Mannschaft, die du eigentlich kennenlernst. Mhm. Klar, auch meine Stadt Rio de Janeiro hat meine Mannschaft Flamengo, wo ich auch ziemlich ein Fan bin. Mhm. Ja, also Fan, man kann es nicht mehr so sagen, wenn du selber Fußball spielst, aber ja, ich bin leidenschaftlich dabei bei denen. Ja, Flamengo ist natürlich jetzt Hammer unterwegs gewesen. Hey, der Trainer ist ja ein Portugies, der Jorge Jesus. Und ich habe ihn dürfen vor ein paar Jahren kennenlernen in Lissabon beim Mittagessen in einem Restaurant von gemeinsamen Freunden. Dorthin gehe ich immer, wenn ich in Lissabon bin. Und er ist sehr, sehr viel dort, weil er kennt, wie ich auch die Inhaber sehr gut. Wir sind dann alle am gleichen Tisch gewesen. Wir haben zusammen gegessen, er ist vis-à-vis von mir gesessen. Und ich kann dir sagen, wir haben wunderbare Gespräche geführt und neben dem, dass er ein überragender Trainer ist, ist er menschlich eine wundervolle Person.
Bist du schon mal ein Flamengo-Match live schauen gegangen? Das leider nie. Ist leider nie dazu gekommen. Aber eben, ich habe jetzt mitgefiebert jetzt, in der Libertadores, wo es noch 2-1 gewonnen haben. Ich komme wieder Gänsehaut über. Hammer. Ja, wenn ich daran denke, es ist ja, eben so ein Spiel, schaut man gerne. Das ist ja das, was man jetzt auch vermisst hat in dieser Zeit. Gell, gell. Nein, wir hoffen einfach auf wundervolle Fußballmatch. Wenn wir schon bei meinen Landsleuten sind, im Juli letztes Jahr haben wir ein Trainingsspiel gegen Sporting Lissabon. Ich war auch dort, ich habe den Match gesehen. Hochkarätige Spieler waren auf dem Platz, wie zum Beispiel Bruno Fernandes, der heute bei Manchester United unter Vertrag ist. Wie war die Erfahrung für dich? Zumal ihr habt den Match mit 2-1 gewonnen gegen Sporting Lissabon und du warst auf dem Platz. Also ich muss sagen, wir Spieler untereinander sind ein bisschen anders als eben, wenn die Zuschauer von außen die sind. Die Spieler halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen prominenter. Also in dem Sinn, wir sehen sie halt als Spieler. Klar sind eben der Bruno Fernandes ein Riesenname bei euch in Portugal. Ist auch ein Top-Spieler. Das hat man gesehen auf dem Platz. Und ich muss sagen, ich habe mich wohl gefühlt. Ihr habt auch viele Brasilianer auf dem Platz gehabt, wo ich auch kommunizieren konnte mit denen. Und ja, man merkt, sie sind bodenständiger als andere Spieler, habe ich das Gefühl. Mein Herz schlägt grün-weiß. Von dem her, es ist mega gewesen. Ich habe es euch wirklich auch von Herzen gegönnt, den Sieg. Und ihr habt das wunderbar gemacht. Es war eine wunderschöne Atmosphäre. Also 90 Minuten, da ist Party gemacht worden. So wie es sich gehört zu einem schönen Fußballmatch. Chris, welchen Ratschlag würdest du an einen angehenden, so jungen Goalie geben, der grosse Ambitionen hat, Profifußballer zu werden? Ich würde sagen, man sollte immer daran glauben. Also der Glaube ist eine der wichtigsten Sachen, die du musst haben. Und halt viel trainieren. Eben ohne Fleiß kein Preis, sagt man es heutzutage. Und das ist so. Also man sollte immer Hoffnungen haben, viel trainieren und nie aufgeben. Also ich habe das bei mir gesehen, es ist viel mal aufwärts gegangen, wieder abwärts. Ja, man sollte einfach dranbleiben und sich nicht ablenken lassen von anderen Sachen, am besten. Ja, das sind weise Worte, sehr gut. Fokussiert bleiben, gell? Einfach wirklich den Traum nie aufgeben, nie aus den Augen verlieren und irgendwann kommt das retour. Und wenn man ganz fest daran glauben tut und auf das dort schaffen, dann habe ich auch das Gefühl. Ja, das ist so. Eben. Ich habe nie aufgehört, daran zu glauben. Ich habe eben seit jung an daran geglaubt und habe das verfolgt. Sehr schön. Chris, reden wir über deine Tätigkeiten, die du auch sonst neben dem Platz machst. Du bist im Trainerteam vom erfolgreichen, alljährlichen Bengo Campo. Und an dieser Stelle, Patrick, ti mando un grandissimo saluto e ci vediamo presto. Du wirst am nächsten Bengo Campo im Oktober, wenn alles reibungslos abläuft, auch wieder im Trainerstaff mit dabei sein. Ja, natürlich. Voraussichtlich ist das so eingeplant. Ich bin jetzt, glaube ich, jedes Jahr dabei gewesen, von Anfang an. Und ich mache das gerne, eben mit den Kindern, denen Sachen zeigen, was Spass daran haben und zu denen zeigen, dass es nicht unmachbar ist, um das Ziel zu erreichen, Profi zu werden. Eben, es ist die Freude, die sie haben, die spüre ich. Und das ist das, was man heutzutage auch bei den Profis vermisst. Die Freude wieder. Weil es wird heutzutage alles ein Muss. Also du musst gut, musst bereit sein und dann verlierst du halt die Freude. Und das siehst du wieder bei diesen Kindern. Die Freude, die sie haben, zum Ball spielen, eben zum können miteinander etwas unternehmen. Und das ist eben das, was ich
schön finde beim Bengo Campo. Und darum mache ich das auch jedes Jahr. Sehr schön. Und dann hoffen wir, dass alles gut kommt und dass wir dich auch dort wieder sehen, wie du die Kinder zum Strahlen bringst. Mache ich gerne. Wir spielen noch ein kleines Spiel. Das mache ich mit all meinen Talkgästen. Es geht darum, was du lieber hast oder was du lieber machst. Okay? Ja. Also, ganz rassig und zackig. São Paulo oder Rio? Rio. Caipirinha oder... Caipirinha oder Mojito? Caipirinha. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Klar. Churrasco, gell? Das ist so. Ich vermisse es. Ich muss jetzt gerade wieder bald rausgehen und bröteln. Sehr gut. Kaffee oder Tee? Ich sage Tee, weil Kaffee kann ich nicht mehr trinken, seit ich... Ja, ich habe ziemlich früh angefangen. Mhm. Das ist ja normal bei uns Brasilianern, du hast immer Kaffee con Leche. Genau. Und Couscous. Ja. Und das ist eben, das habe ich früh angefangen und irgendwann habe ich es einfach nicht mehr können. Und seitdem habe ich nicht mehr Kaffee getrunken. Also sagen wir Tee. Tee, lieber Tee. Ananas oder Kokosnuss? Kokosnuss. Eine einsame Insel oder eine lärmige Stadt? Lärmige Stadt. Sauna oder Real Pool? Sauna. Velo oder TÜV? TÜV. Rasen oder Kunstrasen? Rasen. Neymar oder Ronaldinho? Neymar. Nein. Jetzt heißt mich. Jetzt heißt mich. Ich meine, euren Ronaldinho. Ich sage, Ronaldinho ist der Beste für mich. Bis jetzt, ja. Beste Spieler, sogar besser als Messi, habe ich das Gefühl. Also, für dich, find ich. Ronaldinho. Ja, genau. Tiger oder Loi? Jetzt hast du mich auch wieder gefangen. Das ist, ich muss ehrlich sagen, ich habe Tattoos. Ich habe einen Loi drauf und ich habe einen Tiger drauf. Es sind genau beide. Also Wildkatze. Ist bewusst gestellt worden. So. Sagen wir beides. He? Ja, beides. Es ist ja beide Tiere. In die Reine tätowiert. Ja, das ist so, ja. Genau. Chris, jetzt kann man es ja kommunizieren. Du hast Zusammenarbeit beim FC Rapperswil Jona per Ende Juni. Also wirst du beenden. Ja. Wirst dann ab die neue Saison beim Ligakonkurrent, beim SC Brühl in der Ostschweiz starten. Neue Mannschaft, neue Saison. Wie fühlst du dich? Also ich fühle mich gut. Also ich bin zufrieden mit der Entscheidung, die ich gefallen habe. Neue Mannschaft, neue Aufgabe. Und ich bin bereit, sage ich mal so. Es ist ja, ein schönes Gefühl, mit der neuen Aufgabe anzufangen. Mhm. Und alles dann zeigen, dass eben das wert ist. Eben, und dass du den Biss immer noch hast. Schön. Sehr schön, Chris. Schau, ich wollte dich auch nicht mehr länger aufhalten. Wir sind am Ende von unserem Talk angekommen. Ich wünsche dir beim SC Brühl ganz einen guten Start und ganz viel Erfolg. In Portugiesisch, um beijo und bis bald, Chris. Um beijo, abraço. Abraço. Adeus. Ciao.